Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stars and Stories. Der Juni hat angefangen und deswegen erstmal Happy Pride Month. Instagram-Model Mathilde hat nicht ohne Grund 9,5 Millionen Follower, denn sie weiß genau, wie man sich in Szene setzt oder in dem Fall legt. Denn sie liegt am Pool, eigentlich eine sehr simple Sache, aber bei ihr sieht das alles ein bisschen extra aus. Und da könnte man denken, ist das eigentlich noch Instagram-Content oder sind wir hier schon bei OnlyFans? Nee, das ist noch Instagram, denn bei OnlyFans hat sie natürlich auch einen Account. Moderatorin Sophia Tomala ist aktuell in Thailand, um dort die neue Staffel Are You The One zu drehen. Jetzt war sie dort auch in einem Tierheim, wo über 300 Hunde und über 100 Katzen leben, dort täglich ärztliche Behandlung erhalten, Strandspaziergänge bekommen, ganz viel Liebe und jetzt auch noch Sophia Tomala höchstpersönlich zu Besuch hatten. YouTuber InScope wohnt seit einiger Zeit mit seiner Freundin Alexa zusammen. Jetzt zeigt er seinen Fans, was das Zusammenleben für Konsequenzen für ihn hat. Ich wollte letztens wieder unter die Dusche, merke ich, oh Mann, das Wasser fließt nicht ab. Ich habe gedacht, kurz einen freien Moment gehabt, da schaue ich doch mal nach. Bin dann auch fündig geworden, eine klitzekleine Kleinigkeit hat sich da im Abfluss verirrt. Ja. Social Media Star 24 Tim hatte jetzt einen richtigen Fan-Moment. Denn Schauspieler Elias Mbarak hat eine Nachricht von ihm nach 9 Jahren endlich beantwortet. Da hat er sich natürlich besonders doll gefreut. Und jetzt folgt ihm Elias auch noch. Da bin ich ein bisschen neidisch. Das hat mir jetzt gerade die Sprache verschlagen. Ich bin gerade in meine DMs gegangen, wollte gucken, wer von euch mir geschrieben hat. Und dann habe ich eine Nachricht gesehen. Und ich war so, okay, blauer Haken. Ich habe dem nicht geschrieben vor 2 Jahren, nicht vor 3, nicht vor 6, vor 9 Jahren. Ey, das glaubt einem kein Mensch. Ich war da 13. Und ich habe einfach meine Air Force neben den Film gestellt, weil ich dachte, das wäre cool und schick ihm ein Foto davon. Ey, ich bin so lost, ne? Ina und Vanessa von Couple on Tour haben das Wochenende als Familie verbracht mit ihrer Tochter Livy. Und wir müssen jetzt nochmal auf die Gespräche von Livy und Ina eingehen. Livy, da ist alle Tampons hier drin, das fällt davon. Alle Tampons und alle Badestäbchen. Oh. Gut, dass bei mir. Livy, lass den Tampon. Lena Gerke ist die erste Gewinnerin von Germany's Next Topmodel und hat über 3 Millionen Follower auf Instagram und ist einfach deutschlandweit bekannt, hat dementsprechend viele Fans auf der Straße. Und jetzt zeigt die Zweifachmama ihre besonderen Autogrammkarten. Diese Selection, die man hier so zugeschickt bekommt. Okay. Anna Kohler ist leidenschaftliche Sängerin und gibt ihre Gesangskünste auch gerne mal mitten in der Nacht zum Besten. Und wie so ein Disney-Konzert nachts um 3 aussieht, das sehen wir jetzt. Ich singe jetzt was für dich. Bist du bereit? Ja. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing. Walking around on those. What you call them? Oh! Feet. Up where they walk, up where they talk, up where they stay or die in the sun. Pietro Lombardi schnarcht beim Schlafen und das wollte er aber bislang nicht wahrhaben. Deswegen hat seine Verlobte Laura ihn jetzt dabei gefilmt. Und das Ganze hat sie online gestellt, damit es auch alle sehen bzw. hören können. Doreen aka Dodi P hat ihren ersten Roman rausgebracht, Bauchschmerzen im Kopf. Dabei geht es um das Gefühlschaos einer Schülerin mit 2 Jungen. Und ich wollte von ihr wissen, wie viel steckt von dir in der Hauptfigur und wird es einen zweiten Roman geben? In meiner Hauptfigur Mathilda stecken sehr viele Charaktereigenschaften von mir. Sie ist vor allem ein
sehr emotionaler Mensch und zerbricht sich oft den Kopf über ihre Gefühle. Und sie steht eben vor der Herausforderung, ihrem Herzen zu vertrauen. Des Weiteren isst sie gerne Kürbissuppe und macht gerne Hürdenlauf und ist eine Streberin. Und das ist auch etwas an mir inspiriert. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es ein zweites Buch von mir geben wird. Ob es eine Fortsetzung von Bauchschmerzen im Kopf ist oder vielleicht ein ganz anderes Genre, werden wir sehen. Aber Lust hätte ich auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder von Stars and Stories. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute euch!